Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Troll-Video. Wir schauen uns heute die Reichtümer in Besanken Tor an. Und da gibt es insgesamt 3 Stück, 2 große und einen kleinen. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr an diese herankommt. Ich starte von hier oben, oberhalb des Wasserfalls. Ihr könntet aber auch von unterhalb starten, also vom See aus ist beides eine Möglichkeit. Ich begebe mich jetzt einfach mal schnell hier nach unten. Und was ihr dann letztlich machen müsst, ist euch hinter diesem Wasserfall begeben, ihr seht es hier, und dann kommt ihr hier in diese kleine Art Vorhöhle, die euch eigentlich nicht so viel sagt. Das einzige, was ihr dann merkt ist, und das, was ich jetzt hier auch merke, ist, dass links von euch so ein kleiner Teich ist in dieser Höhle. Und durch diesen gelangt ihr auch zum ersten Reichtum. Was ihr also macht ist, ihr taucht hinab, findet dann einen kleinen Unterwassertunnel, und wenn ihr durch diesen einfach durchschwimmt, seht ihr vor euch gleich bereits schon die erste Truhe glitzern, und zwar direkt hier auf der anderen Seite. Ihr seht da hinten schon durch meine Odinssicht das Glitzern der Truhe, taucht hier dann einfach wieder auf und seht dann die Truhe da hinten vor euch, in welcher ihr dann einen Ausrüstungsgegenstand, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist es eine Armschiene, bekommt. Und damit, wie gesagt, dann den ersten Reichtum hier in diesem Gebiet bereits erhalten habt. Da haben wir auch die Armschiene. Ich habe mich jetzt auf den Weg zurückgemacht und finde dann, ihr werdet es gleich sehen, nach dem Wasserfall direkt mehr oder weniger am Wasser vor euch den zweiten der Reichtümer, die es hier zu finden gibt. Und für diesen müsst ihr letztlich einfach nur hier noch mit dem Grund des Sees tauchen. Relativ einfach zu finden und eigentlich keine große Mühe, sich diesen dann auch zu holen. Und dann gibt es noch einen letzten, und auch der befindet sich unter Wasser. Und zwar findet ihr den letzten großen Reichtum hier in diesem kleinen Turm vor mir. Und zwar dort unten. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr da rankommt. Ebenfalls eigentlich relativ klar. Ihr geht in das Innere des Tores. Hier ist nochmal die genaue Position. Und dort findet ihr dann hier am Grund eine weitere kleine Unterwasser-Passage und könnt dort dann nach Zerstören dieses kleinen Tors dann den zweiten großen Reichtum finden. Ja, und das soll es eigentlich auch für das Tutorial-Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Let's Play wieder. Also, macht's gut, bye bye, wir sehen uns.